Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Smart House der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Heute ist das große Thema Warmwasser. Und da begrüße ich ganz herzlich Jürgen Unseld, Vertriebsleiter der KLAG GmbH, hier live im Smart House. Weil wer kann es besser erklären als ein Profi selbst? Ich freue mich natürlich hier riesig, in der jetzigen Zeit auch hier vor Ort endlich mal zu sein und Ihnen das Thema Warmwasser ein bisschen näher zu bringen. Warmwasser brauchen wir in jedem Wohngebäude. Wir brauchen es an verschiedenen Zapfstellen, ob im Bad, irgendwo im Gäste-WC und vor allem auch im Bereich der Küche. So, und Warmwasser hat natürlich ein paar Voraussetzungen, die wir als Menschen brauchen. Wir wollen Warmwasser sofort zur Verfügung haben, in dem Moment, wo wir etwas tun. Wir wollen es auch idealerweise in der richtigen Temperatur haben. Energetisch gesehen ist das natürlich immer eine Herausforderung, denn ich muss eine Temperatur vorhalten bei Speichertechnik, die ich vielleicht dann eigentlich gar nicht benötige. Und deswegen gehen wir hier auf eine andere Technik, nämlich die Technik der E-Durchlauferhitzer. Und die Durchlauferhitzer haben eben diesen Vorteil, dass wir in dem Bereich die Temperaturen individuell einstellen können, je nachdem, was Sie in diesem Moment machen wollen. Und das stellen wir Ihnen jetzt mal vor und zudem zeigen wir Ihnen die Funktion jetzt von diesem Gerät. Ja, warmes Wasser jetzt in der Küche. Da haben wir natürlich verschiedene Anforderungen. Ja, wir wollen es mal heißer, wir wollen es aber eigentlich die ganze Woche eher handwarm. Denn was wollen wir in der Küche denn machen? In der Regel geht man heute schnell hin, wäscht sich die Hände. Das ist also die häufigste Anwendung in einer privaten Küchenspüle. Aber ich will vielleicht auch mal einfach nur eine Tasse, in der vorher irgendwas drin war, schnell entweder hier mit der Hand ausspülen oder ich habe eine Müsli-Schale. Mit der Müsli-Schale, da hatte ich den Gästen vorher irgendwelche kleinen Brezeln aufgetischt, will ich aber jetzt auch nicht in den Geschirrspüler rein, weil es sind nur ein paar Brösel. Also auch da will ich eben einfach schnell hier ausspülen und schon sind die Brösel verschwunden. Und ich möchte das aber nicht unter kochendem Wasser machen, sondern handwarmem Wasser. So, und wie machen wir das jetzt? Denn ich will ja flexibel sein. Und dafür haben wir eben ein Warmwassergerät mit einer Funkfernbedienung. Das heißt, mit dieser Funkfernbedienung können Sie individuell Ihre Temperatur einstellen, die Sie in diesem Moment möchten. Jetzt gerade haben wir hier 40 Grad, weil wir haben handwarm abgespült. Ich kann hier auch blitzschnell zum Beispiel auf 50 Grad einstellen, wenn ich irgendwas Fettiges habe. So, und wenn ich hier aufmache, dann ist das 1, 2, 3. So, jetzt kommt schon richtig 50 Fettiges. Mir ist das viel zu heiß, deswegen stelle ich jetzt einfach hier wiederum auf die 40 Grad. So, und jetzt kommt es auch schon in der richtigen Temperatur wieder. Denn das ist wirklich die größte Anwendung und die häufigste Anwendung, die wir in der Küchenspüle haben. Ja, und wo kommt das warme Wasser jetzt her? Das wollen wir Ihnen jetzt eben zeigen und dafür schauen wir jetzt hier in den Unterschrank mal rein. Denn hier steckt dann das Gerät drin, was Ihnen bedarfsgerecht in der richtigen Temperatur und eben auch sofort Ihre Wunschtemperatur mit dem Wasser liefert. Und hier ist das, nämlich hinter der Mülltrennung. Auch die Mülltrennung ist heute natürlich super wichtig, aber Sie sehen hier hinten das kleine Gerät, das Ihnen eben dort das Warmwasser für die Küche bedarfsgerecht und Energieeffizienz herstellt. Ja, was haben wir hier im Smart House noch? Wir haben das ZIP-Wassersystem. Was kann dieses System? Das ZIP-Wassersystem hat über diese Armatur die Funktion gekühlt gefiltertes Wasser, gekühlt gefiltert mit Kohlensäure und auch die Funktion kochend Wasser für Tee, für Instant-Sachen. Sie können hier auf Knopfdruck sofort diese Funktion abrufen und hier unten die Anlage, die erzeugt das kochende oder eben auch das Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Und wie das funktioniert? Die Bedienung erfolgt über diese schicke Designarmatur. Blaue Funktion bedeutet gekühlt gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure. Wenn wir auf weiß umstellen, dann haben wir die Funktion gekühlt mit Kohlensäure. Das sieht man auch gleich, wie es sprudelt. So, und dann
haben wir die Funktion kochend. So, und die Kochenfunktion, die ist nun besonders zum Tee aufbrühen, zu Instant-Getränken, je nachdem, was man machen möchte. Ja, dafür stellt man hier auf Rot um. Sie sehen jetzt zwei Tasten, die rot leuchten. Hier unten haben wir die Safety-Taste. Die muss ich zweimal ganz schnell antippen. Und wenn ich jetzt nach vorne drücke, bekomme ich sofort kochendes Wasser für meinen wunderbaren Tee, den ich dann hier ganz in Ruhe entweder im Winter drin oder im Sommer eben schön im Garten draußen genießen kann. Hier im Smart House haben wir natürlich auch eine Dusche, einen Waschtisch im Bad. So, und auch dort brauchen wir natürlich warmes Wasser. Morgens, abends, aber im Tag ansonsten eigentlich nicht. Und dieses warme Wasser wird eben auch ohne Bevorratung nun von dem E-Komfort-Dosser-Fitzer DSX Touch von KLAG erzeugt. Und hier können Sie natürlich ebenfalls wie in der Küche gerade genau Ihre Temperatur nutzen. Gerade im Duschbereich ist es noch wichtiger, gerade genaue Temperatur zuverlässig zu haben. Und das machen wir hier über ein Touch-Display. Wir können wischen, wir können Plus, Minus drücken oder auch hier haben wir eine Funkfernbedienung, die wir gleich in der Dusche auch noch zeigen werden. Das Ganze ist hier im Smart House auch über Sprachsteuerung möglich, denn wir haben hier eine einzigartige Lösung, nämlich ein sogenanntes One-Pipe-System. Wir fahren nur noch mit einer Wasserleitung zum Waschtisch und zur Dusche und stellen die Temperaturen genauso ein, wie wir sie in diesem Moment haben wollen. Und wir können auch mit dem Gerät bis auf Kaltwasser runter, sodass das Gerät nicht mehr heizt. Dafür fahren wir einfach hier runter bis auf 20 Grad und dort runter hat man nur noch diese zwei Striche und damit ist die Heizung zum Beispiel deaktiviert, wenn man sich die Füße dort mal vielleicht kalt abduschen möchte. Ja, und das Ganze können wir hier super modern auch über Sprache steuern. Wir haben hier Susi eingebunden. Sie wissen, warum ich Susi sage, sonst springt sie nämlich gleich an. Aber ich führe das mal kurz vor. Alexa, dusche auf 40 Grad. Und Sie werden sehen, dass hier die Temperatur sich dann auch jetzt verstellt. Dusche ist auf 50 Grad gestellt. Susi hat das noch bestätigt und Sie haben gesehen, die Temperatur hat sich wie von Geisterhand auf 40 Grad eingestellt. Und so können Sie jederzeit, wenn Ihnen das zu warm ist, auch eben sagen, Alexa, dusche kälter. Und damit gehen Sie zum Beispiel um 1 Grad runter. Der E-Komfort-Dosser-Fitzer hat aber noch andere Features, denn gerade im Smart House achten wir ja auch auf Energie und Energieeffizienz. Und Sie können eben bei diesem Gerät dann über Untermenüs dann zum Beispiel auch Verbrauchswerte abrufen, sodass Sie immer auch Ihren Verbrauch mit im Auge haben. Und bekommen dann eben diese Statistiken angezeigt bis zu 4 Jahre zurück. So, wir zeigen aber jetzt noch die Anwendung in der Dusche, sodass man dort eben auch die Anwendung mit der Fernbedienung nochmal sieht. So, die Temperatureinstellung über Susi funktioniert hervorragend. Auch das Bedienen des Touch-Displays ist eine komfortable Möglichkeit, die Temperaturen einzustellen. Aber in der Dusche haben wir natürlich dann noch die Möglichkeit, über eine Funkfernbedienung dort eben auch die Temperatur am Dosserfitzer, am DSX Touch E-Komfort-Dosserfitzer einzustellen. Und damit können Sie dann gerade genau duschen, komfortabel und Sie haben endlos warmes Wasser über den Dosserfitzer, denn er hat eben keinen Speicher, hält nichts vor, sondern erzeugt in dem Moment auf Ihre Wunschtemperatur, Ihre Wassermenge. Vielen Dank und ich freue mich, wenn Sie hier ins Smart House kommen, um dieses eben auch zu besichtigen.